von uns sind die Berichte über das Leben von David sehr bekannt. Viele von uns wissen, dass es da wirklich oft diese kämpferischen Auseinandersetzungen gab. Viele von uns wissen, dass er oft Siege gesehen hat. Aber eins habe ich gelesen vor kurzem, da heißt es, und David wurde müde vom Kampf. David wurde müde vom Kampf. In meinem Leben kenne ich solche Situationen. Müde vom Kämpfen. Und doch gibt es diesen ermutigenden Psalm 23, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Er kannte diese Auseinandersetzung mit dem Feind, dieses Antreten zum Kampf, diese Herausforderung. Er kannte die Hitze des Kampfes, dieses Gefährliche, dieses wirklich vom Feind bis aufs Letzte bedroht zu sein. Und er kannte diese Müdigkeit. Und trotzdem sagt er, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Vor kurzem habe ich gelesen über das letzte Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung einnimmt. Und da heißt es, als er den Bissen in die Schüssel tauchte, gab er den Judas und kurz darauf verließ Judas den Raum. Das ist die gleiche Situation, die uns gezeigt wird. Im Angesicht des Feindes ist Jesus dabei, die Gemeinschaft mit den Jüngern zu haben. Und das hat mir wirklich ermutigend ins Herz gesprochen. Es gibt diesen Tisch. Es gibt diesen vorbereiteten Tisch in unserem Leben. Es gibt diese Ermutigung, in die Gemeinschaft mit Jesus hineinzugehen. Und wir brauchen nicht extra irgendwie zu warten auf ein besonderes Ereignis, auf ein besonderes Wohlfühlen, auf eine besonders bedrängende Situation, sondern dieser Tisch, den der Herr uns bereitet, diesen Tisch gibt es immer. Dieser Tisch ist immer für uns da. Die Gemeinschaft mit Jesus bietet er uns immer an. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, dass nicht alle Dinge gelöst sind, wenn ich an diesem Tisch Platz nehme. Dass nicht alle meine Feinde auf einmal verschwunden sind. Sondern gerade das ist die Zuversicht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und mehr noch, da ist von dem vollen Becher, den der Herr mir einschenkt, von dem Salben meines Hauptes, von dieser Zuversicht, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer. Davon ist die Rede in diesem Psalm. Ja, Müdigkeit im Kampf, aber auch gedeckter Tisch, vorbereiteter Tisch, Gemeinschaft mit Jesus, teilnehmen an dem, was er mir zusagt. Diese Hoffnung, diese Zuversicht, das Hineinsprechen in meine Situation, mich zu ermutigen, mich aufzubauen und mich zu erfrischen in dieser Gemeinschaft an dem Tisch mit Jesus. In der Apostelgeschichte heißt es, Erquickung kommt von dem Angesicht des Herrn. Das sind Zeiten, die wir in der Gemeinschaft mit Jesus verbringen, die uns wieder ganz neu ermutigen sollen, die es uns einfach machen in dieser Beziehung mit dem Herrn, die in unser Leben ganz neu eine Hoffnung bringen, die Zuversicht bringen, die Erfrischung, Erquickung, Ermutigung und Segen sind. Und ich spreche dir das zu. Ich spreche dir zu. Der Herr bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde für dich. Gott hat mehr für dich.